Der Herr sagt, der Tag des Herrn ist hier, und die Wehen müssen rasch zunehmen. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. 14. März 2011, von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für all jene, die Ohren haben und hören. Was ist der hohe Zweig der Palme für den Zweig der Trauerweide? Keiner kennt den Ort des anderen. Jeder trägt Samen seiner eigenen Art. Doch der Boden unter ihnen bleibt unnachgiebig. Und ohne Regen verwelken deren Blätter und ihre Samen kehren in den Staub der Erde zurück, unfähig, sich aufs Neue zu erheben. Sie wissen nichts von ihrem Bedürfnis, noch sind sie in der Lage zu sprechen, denn sie sind nur Bäume. Deshalb werden sie umgehauen, wie die Zedern. Sie werden zerstört, sie stürzen um, wenn die Katastrophe kommt und sie heimsucht. Sie werden weggespült, und wer wird ihr Verscheiden betrauern oder ihren Samen suchen, damit sie an einem anderen Ort wiederbelebt werden könnten? Meine Leute, hört meine Worte und seid sehr traurig. Ja, trauert um euch selbst, jammert für eure Nachbarn und Familien und lasst eure Herzen sehr schwer werden, ob all dieser Nationen und Menschen, die mich vergessen haben. O Menschen der Erde, hört das Wort des Herrn. Haltet inne und denkt darüber nach und seid gebrochen. Denn wie ich gesprochen habe, so spreche ich. Wie ich es getan habe, so wird es wieder sein. Und obwohl ihr einen Aufruhr veranstaltet und euch verbündet und für euch einen Namen macht, ihr werdet ganz sicher in Stücke gebrochen. Ja, bewaffnet euch, bereitet euch vor und kommt hervor. Steht auf und kämpft, doch ihr werdet gewiss in Stücke gebrochen. Denn ich bin der Herr und ich ändere nicht. Schaut, es wird in jeder Nation ein trauriger Schrei vernommen. Ein bitteres Weinen kommt von den Küsten. Und der Klang von Zähneknirschen bricht in jedem Winkel der Erde aus. Denn der Tag des Herrn ist hier. Die Menschen der Erde haben mich vergessen. Die Nationen haben mich verlassen. Und meine eigenen Leute hassen den Klang meiner Stimme. Sie lehnen in der Tat ab, in meinen Wegen zu wandeln. Noch werden sie die Korrektur empfangen. Deshalb müssen die Presswehen rasch kommen, damit nicht der Same verloren geht und das Kind versagt, hervorzukommen. Denn wenn ich es nicht hervorbringe, sagt der Herr, wird das Kind sicher sterben, bevor es das Licht des Tages sieht. Es ist Zeit.